Hallo liebe Leute, Pokémon Let's Go Evoli ist wieder am Start. Herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben unser nächstes Teammitglied gefangen tatsächlich in der letzten Folge und haben auch unser nächstes Teammitglied gefangen. Ich habe mir auf der Route 23 das Owei gefangen, was ich unbedingt haben wollte. So, das heißt, ihr gesammelt mal raus. Ich baue mir das jetzt ein bisschen auf. Das heißt, ich baue es mir jetzt auf, weil ich den jetzt quasi den Blattstein verpasse. Und dann haben wir, starten wir mit der Entwicklung zu Kokowai. So, Glückwunsch. Kokowai wurde zu einem Kokowai. Noch da kriegen wir jetzt den Eintrag für. So. Stampfer möchte zu lernen, okay. Stampfer ist gar nicht so eine schlechte Attacke eigentlich. So, Reflektor weg. Gucken, ob ich noch ein paar Attacken setzen kann. So, mal gucken, was wir noch so haben für dich. Gedanken? Kannst du gar nicht. Kannst du keinen Gedanken gut lernen? Okay. Mega Sauger. Dann haben wir noch eine weitere Pflanzenattacke. Dann hau ich da mal Schlafpuder für raus. Toxin, okay. Kann auch nicht jeder lernen. Doch, können Symbol ja. Doch, okay. Drachenputz kann ich doch King hören. Moment. Was haben wir denn am nächsten Mal? Feuerschlag, Toxin. Ja, dann nehme ich Feuerschlag raus für. Aber wenn ich ehrlich bin, bevor ich jetzt irgendwas mache, Drachenpuls ist, glaube ich, so eine schlechte, gar nicht so eine schlechte Idee. Gut. Dann haben wir unser Team aufgebaut und wir machen uns heute weiter mit der nächsten Route. Weil das ist jetzt die Route 21. So, liebes Raichu, du darfst jetzt mal ein bisschen nach vorne, weil Evoli hat jetzt genug getan. So, ich hoffe, es ist ja eigentlich sogar noch ein Feld. Ja, und da findet ihr zum Beispiel einen Tangela. Weil Tangela haben wir noch gar nicht gefangen. Und das werden wir jetzt auch tun. Aus nicht im Team, aber ich werde es mir mal fangen. Eins. So, dann haben wir nochmal Beug und noch ein bisschen was an. So, erstmal will ich, dass du ruhiger wirst, damit du nicht mehr hin und her hüpfst die ganze Zeit. Der Vorteil ist, dass ich hier im Gegensatz zu den Originalspielen ein paar mehr Dings werfen kann. Ein paar mehr Bären werfen können. Eins, zwei. Will ich aber haben. Und zumindest den Eintrag für dir. Okay, komm mal. Eins. Zwei. Wobei hat mir auch schon ein bisschen rumgezickt, wenn ich das gefangen habe. Ah, das sind die Moment, was ziehst du rüber? Ja, nervig, komm. Ey, ich warte mir gerade jetzt die ganzen Dienst weg.
so mit dem Flieger bleiben bitte? Das wäre sehr nett. Das ist nicht gut, ne? So, ich komme darüber. Okay. Du schießt mir gerade im toten Winkel, Dicker. Das ist blöd. Komm her jetzt wieder. Das ist nicht wahr, oder? Du willst jetzt echt nicht da. Dankeschön. Das ist nicht wahr, ne? Da komme ich hin. Das ist kein Problem. Aber das da auf der linken Seite, das ist für mich ein bisschen schwierig. Sogar ein fabelhafter Wurf, aber macht ganz kurz Print. 1, 2, 3. Jawohl, endlich. Puh. Ich dachte schon, das zickt ein bisschen rum. Aber wir nehmen uns mit. Und Level 45 für Bullnona. Ich sag, da bin ich auch noch nicht ganz überzeugt, dass es das im Team bleibt. Obwohl es das gegen, ich muss sagen, im Arena-Kampf stark gemacht hat gegen Rosana. So, Tangela geht in meine Pokémon-Box. Das brauchen wir tatsächlich nicht. Wir nehmen uns einfach das Pokémon mit. Und holen uns das nächste Teammitglied. Ich weiß gar nicht, wie viel wir mittlerweile haben. Haben wir schon über 60? 64 haben wir. Cool. Dann können wir demnächst auch die ganze Stadt dann noch holen. Da ist ein Pokémon, das wir noch gar nicht haben. Dann holen wir nochmal 65 direkt mit. Das Kapito sollte doch eigentlich ohne Probleme mit dem Superball gefangen werden, oder nicht? Das ist Level 37. Aber es sollte von der Fangquote her relativ simpel sein, oder? Ja. Und das ist Pokémon Nummer 65, was wir jetzt hier fangen. So. Ein Radikal, ich habe schon. Und dann geht's hier beim Trainer los. Oh, da war ein Time Tag, aber das machen wir wahrscheinlich nicht das erste Mal auf der Route. Das letzte Mal auf der Route gesehen haben. Sondern wir machen erstmal hier weiter mit diesem Angler. Ich habe gerade einen Haufen Pokémon lang gezogen. Möchtest du sie sehen? Du kannst sie mir gerne zeigen. Dann den Donnerschlag. Gut, das Cafadora ist down von ihm. Ja, das wird jetzt Raichu gut hören. Nein, oh Gott, das ist der Trainer. Ja, es gibt einen Trainer mit 6 Cafador. Na gut, dann machen wir es halt so. Tschüss. Ja, das wird ein Problem. Das einzige Problem ist, der gibt nicht mal viel EP. Der gibt 180 EP. Aber ballert mir gerade meine kompletten Dings rein aus. Und die ganzen AP raus, die ich eigentlich so gut gebrauchen könnte. Und ich habe ja zwei Elektroattacken. Ja, aber muss trotzdem nicht mal rein. Tschüss. Nächstes Kapitel war auch down. Ich glaube, es war jetzt das vierte.
glaube, das war jetzt das vierte. Ja, jetzt haben wir Nummer 5. Warum entwickelst du die? Die Dicke sind für mich 20 zu Garadon. Dann hast du doch nicht ein mächtigeres und vielseitiges Pokémon als dieses Billig-Carpador, die eigentlich nichts auf die Reihe kriegen. Mit einem Team aus Kater oder Carpador muss man schon ein richtiger Optimist sein. Ja, oder einfach nur selten dämlich. Weil die, wie gesagt, wickel die einfach, dann hast du zumindest ein deutlich bessere Pokémon. Da oben ist das Tentacha, was ich ihm angesprochen habe. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Das brauchen wir nämlich jetzt einfach. Dann hätten wir nämlich 66 Pokémon. Und vielleicht kriegen wir sogar noch einen Tentoxer auf der Route. Wir haben sogar direkt gekriegt. 1, 2. Da sollte man gerade meine EP sacken. So, großartiger Wurf auf den Tacha. 1, 2, 3. Jawohl. Schade, dass du zum ersten Pokéball ausgebrochen bist. Aber es ist noch mal ein paar Erfahrungspunkte. Und es reicht für Level A für Nidoking auf Level 49 und für Krabi auf 27. Aber Krabi wird relativ schnell aus dem Teamball fliegen. Krabi möchte Schutzschild lernen, brauchen wir nicht. Ich möchte gerne, dass Pokémon sich bald entwickelt. Und ein weiteres Pokémon, das noch unentdeckt für uns ist. Wir kennen es von Misty. Wir haben ein Sterno gefunden. Und bei Sterno weiß ich nicht, wie weit sich das bewegen kann. 1, 2. Das wäre nicht okay. Kann zumindest ein bisschen wehren. So, großartiger Wurf. 1, 2, 3. Hätte ich doch einmal Stück. Wehrst dich jetzt auch noch. Kriege ich trotzdem da hinten aus der Ecke. Also rechts kriege ich die locker aus der Ecke, aber nicht da hinten links. Das ist das Problem. Ja, reicht. Sterno ist gefangen. Wir haben jetzt 67 Pokémon auf der Liste. Und Level 47 für Raichu. So. Nächster Trainer. Lass mich raten, du fragst dich jetzt bestimmt gleich, ob schon was angebissen hat, oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. So. Gut. Ein Zehmer. Na gut. Und noch ein Garados hinterher. Das sind nicht mal vernünftige Pokémon. Und nicht irgendwie jetzt mit billigen Carpador anzukommen hier. Ja. Ich kriege sie beide gewonnen. Garados sowieso. Vielfach Schwäche gegen Elektro. Raichu ist, glaube ich, auch von den Werten her nicht so schlecht. Wir haben es auch schon zu spielen bekommen, muss ich sagen. Nicht nur von Major Bob unbedingt, sondern von dem Ast-Trainer dort. Apropos Ast-Trainer, also Elite-Trainer. Hier ist eine junge Dame, die irgendwas kämpfen will. Hey, du da, bist du zufällig unterwegs zur Zinnoberinsel? Willst du dich ein bisschen von mir coachen lassen? Ich habe gerade nichts zu tun. Klar, gerne. Meine Pokémon werden sich übelst Mühe geben, wirst du schon sehen. Weil die gibt's immer cool, die geben immer coole Items, wenn man die besiegt. Trainer-Coach Vera. Mascha. Was du für mich hast. Das ist wahrscheinlich nichts Gutes. So, okay.
probieren wir es trotzdem mit dem Donnerschlag. Wir sind eigentlich drei Level drüber. Ich hoffe, dass wir es ohne Probleme durchkriegen. Aua. Den Donnerschlag hast du weggesteckt. Das heißt, Donnerblitz kriegst du nochmal drauf. Bleibt bei Durchbruch, okay. Gut, dann bist du jetzt down, liebes Marsha. Doch im Rossana. Okay. Guck, Voluna, du kennst dich ja mit dem Rossana aus, als Gegner. Dann werden wir dieses Rossana mal versuchen zu plätten mit einem Flammenwurf. Ja, ich bin halt, wie gesagt, das machen zu kriegen. Ich denke, das ist auch so wie alle noch. Aber gucken wir uns an. Ja, natürlich trifft er mit Muddy Slam. Und paralysiert mich. Die greift natürlich auch ohne Probleme. Du machst jetzt weiter. Muddy Slam, Muddy Slam, die ganze Zeit. Wie komme ich da von der GTM dafür? Weil wir gerade dieses Rossana baden. So. Wollte gar machen. Wie du King. Dann Durchbruch. Dann auf Durchbruch, Nidoking. Icy. Ja gut, klar. So, dann nehmen wir einen Step-Bonus und schauen mit Schlagbohrer, meint er. Ja, fast sogar komplett. Ist sogar doppelt in den Vorteil gewesen. Nidoking, sorry. Aber ich geh jetzt drauf. Dann auf Durchbruch und dann machen wir dieses Kangama down. So, so wie sie. Heftig, einfach krass. Du bist stark. Boah, bist du ein krasser Trainer. Dafür hast du was übelst Cooles verdient. Oh, Team 35 Ice Heap, okay. Mit der Team 35 kannst du deinem Pokémon die Attacke Ice Heap beibringen. Die ist voll effektiv gegen Drachen- und Pflanzen-Pokémon. Ja, ich hoffe, dass es funktioniert, dass ich es beibringen kann. Dann meinem nächsten Teammitglied. Dann. Weil das dauert jetzt noch ein bisschen, natürlich, klar. So, dann haben wir mein Team mal gerade kurz komplett. Ja, wie gesagt, kannst du dich noch zwei Pokémon austauschen. So. Okay, dann gehen wir mal wieder ins Wasser. Ich gucke, ob ich hier noch einen Trainer habe. Ja, auch Leute wie ich drehen hier manchmal ihre Runden. Hast du etwa ein Problem damit? Nein, natürlich nicht. Raufbold. Matze. Mit einem Ratika. So, gucken wir, ob Raichu mit diesem Ratika mal fertig wird. Okay. Ja, ich habe mich übrigens entschieden, dieses Let's Play durchlaufen zu lassen und nicht abzubrechen nebenbei, weil ich glaube, diese Folge rausmachen dürfte nebenbei auch schon Pokémon Schwert wieder laufen mit Stiegane der Krone. Ja, kam ja am 23. Wenn ich in der Vergangenheit für mich noch in der Zukunft. Also daher denke ich mal zweimal Pokémon im Tag.
So. Gut, dann gehen wir mal drauf. Mega. Du gehst auf Steinhagel. Egal, ich sag dir trotzdem mal so nichts. Ich hole mir mal die Kapitel. Und so sieht Kokoball was von hinten aus. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich kenne ja nur die Vorderansicht. Als Gegner. Ich sehe ja eigentlich bisher noch, glaube ich, noch nie wirklich ein Team hatte. So. Das nehmen wir mal mit. Ah, dass ich mal so tief sinken werde. Ja, was ist auch passiert? So, okay. Dann haben wir diesen Raufball mal kurz gedownt. Also, Stern und ich habe schon. Der Blick der See. Das wird Schwimmerherz höher schlagen. Okay. Schwimmer Leopold. Mit einem Jura. Zwei Pokémon hat er. Sondern nicht gefangen. Oh, hör auf! Aua! Dafür wirst du gegrillt, mein Freund. Ich bin zwar absolut tierlieb und würde eine Robbe tatsächlich niemals was so leid tun, aber im Endeffekt muss ich es dann irgendwie mal machen. Level 28 für Krabi. Hoffentlich immer weit weiterentwickeln. Ich kann richtig Level. Sich Krabi zu Kegler weiterentwickelt. Das Kegler sonst ja abgehauen. Ich glaube, auf der Route 13 oder 14 hat man eins gesehen. Wir sind nicht das Krabi jetzt gerade ein bisschen hoch, damit ich wieder einen Freige bekomme. 64 Pokémon haben wir. Uns fehlen noch also. Dankeschön. Jetzt entwickelt sich gerade zu Kinder. Das heißt, ich kann das nächste Pokémon reinsetzen. Mal gucken, wie ich dann als nächstes tauschen werde. Also, ich den die Einträge. So, Krabi ist zu Gegner entwickelt. Gut. Ach Quatsch, Beute. Team. Pokémon Box. So, was haben wir denn noch schönes? Intern könnte man sich entwickeln. Dann tausche ich dafür Tentacha mal rein, weil Tentoxa haben wir nämlich auch noch nicht. Dann brauchen wir sie mich hier nicht sehen, dann machen wir das nämlich als nächstes. Dann noch ein Item. Oh, ein Wasserstein. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Haben wir Pokémon überhaupt noch was entwickeln können bei Wasserstein? Wir haben Sterni, ne? Sterndu. Ja, doch, stimmt. Ja, doch, klar. Noch Wasserstein, das heißt. Ah, ich muss nicht tauschen. Moment, dann machen wir das hier schnell. Dann haben wir Sterndu gefangen. Wo ist denn? Hier unten. Das war schnell fertig eben. Stärkungstasche da oben. Wasserstein. Und dann entwickeln wir Sternut eben noch schnell zu Starmie. Dann holen wir uns da auch den letzten Eintrag für. Ja, ich mache das halt nebenbei, um halt mein Team voll zu trainieren. So, Sterne wurde zu stark. Das ist einfach immer 77. Wir sind mittlerweile fast bei 70 Pokémon. Also noch nicht mal der Hälfte. Muss ich gerade mal sagen. So, jetzt gucke ich gerade, ob ich noch weiteres Team, weiteres Pokémon besitze. Was per Stein sich weiterentwickeln lässt. So. Vor allem per Wasserstein. Ja, wie ihr seht, ich habe noch einen Relaxo übrigens. Ich habe das zweite noch nicht gefangen. Ja, ich bin brauchen das glaube ich auch nicht. So, dann fangen wir an mit dieser Samen. Ach ne, ich fange mit Tentacha anfangen, genau. Ja, dem Team ist.
dann trainieren wir wieder Samen hoch. So, okay. Gut, dann haben wir das auch. Und dann hole ich mir den Trainer hier noch schnell mit. Lass mir Gesellschaft, bis etwas anbeißt. Ja, ich mache nebenbei ein bisschen Orga-Zeugs hier noch. Also Krieg. Da ist das Toxa. Also frisch den Eintrag für den Pokédex haben wir. Die Frage ist, ob ich es fangen muss. Um den Pokédex zu vervollständigen oder ob es sehen reicht. Nein, falls es zumindest mal schwer angeschlagen oder glaube ich, das ist schon sogar. Okay, dann gehen wir bald unser nächstes Teammitglied. Nee, fangen wir unser letztes dann. Dann hat sich das mit dem Training sowieso ein bisschen erledigt. Außer zum Beispiel nur das Feuer-Pokémon noch. Ich habe auch eine eine Idee, welches es sein wird. So, du hast noch einen Stami in der Hand. Okay, Titox und Stami ist, glaube ich, gar nicht so schlecht als Pokémon. Ah, dieser Stami ist direkt down. Stami habe ich tatsächlich Pokémon Schwarz und Weiß immer gerne im Team gehabt, weil es eigentlich ganz solide war und sehr gut war. So, okay. Der ist schon mal Geschichte, der Typ. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Tarantel, oder? Moment, da oben ist noch ein Schwimmer und da ist noch ein Matrose, den wir noch mitnehmen. Hey du, verjag die ganzen Pokémon, wenn du das Wasser so offen willst, Mann. Ja, ist ja schon gut. Ein Raser fasst du. Okay, dann nehmen wir dieses Raser. Mein Own. Au, fast. Ich hab den nur so zurück. Was hat denn hier noch in der Hand? Marsha. Ja, das wird dann ein Fall für Kokoba werden, wenn ich ehrlich bin, der Psychokinese. Ja, und wie gesagt, jetzt gibt es noch ein einziges Spiel. Hoffentlich kriegen wir das schon in der nächsten Folge. Das versuche ich so rauszufinden. So, Psychstrahl. So, erstmal hier dieses Marshall-Bahn. Und Raju reicht Level 48. Volona geht auf 46 hoch. Ich habe 4 Level hat alleine auch schon Volona. Ich glaube, ich habe 42 übernommen, als ich dieses LSP geschaut habe. Das ist jetzt eine gute Stunde her. Wir sind immer noch in der zweiten Folge, liebe Leute, ne? Also ich hab noch ein bisschen... Nein. Oh, Alter. Das fahrt weh. Gut, Kevin, Käferattacken sind vielfach effektiv gegen dieses Pokémon. Auch das nächste Pokémon wird eins werden, was auch gegen eine Vierfachschwäche gegen Pflanzen dann hat. Aber wie gesagt, erwartet. Mal gucken, was wird. Ich glaube, ich habe jetzt eigentlich tatsächlich schon zu viel verraten. So, ich weiß gar nicht, ob ich den Schwimmer da oben mitgenommen habe schon. So, Team steht wieder komplett. So, ich hoffe, dass ich jetzt den Schwimmer schon habe. Ich habe mir meine Pokémon aus dem Meer geschnappt. Tatsächlich haben wir noch nicht. Ja, ich will ja hier gerne jeden Trainer, wie es irgendwie möglich ist, mitzunehmen. Und auch die fangbaren Pokémon möchte ich größtenteils alle fangen. Ja, wir wollen hoffen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob es reicht, den Pokédex zu vollständigen. Wenn wir so Pokémon nur sehen oder ob wir die auch alle fangen müssen. So, dann haben wir den auch weg. Die Kacke war jetzt, glaube ich, gar nicht das größte Problem. Das neue Pokémon, was uns jetzt auf der Liste abgehakt werden kann, ist Entoran. Das haben wir noch nicht gesehen. Weiter mit der Form von Entoran. War mal.
So. Und ein weiteres Tintoxa. Dazu baut sich eine Barriere auf. Bringt dir nur nicht viel. So, gucke mal, reicht Level 43. Und der gute Pedro ist Geschichte. Und hier ist noch ein Schwimmer. Ach, der Sonnenschein fühlt sich einfach fabelhaft an. Ja, wir sind mittlerweile auch schon eine halbe Stunde unterwegs. Diese Stami soll hoffentlich eine Kurzgeschichte sein. Stami hat eben, glaube ich, einen 9er Schlag nicht überlebt. Das heißt, das versuchen wir gleich nochmal. Nee. Es hat Bombenwerte, aber nicht die Verteidigung. Die ist... Dann haben wir ein weiteres Pokémon. Kingler. Aber wir haben ja schon unser Herz. Das ist ja schon ganz gut. Ich hoffe, dass der Tag bald Level 40 erreicht und es dann die Weiterentwicklung gibt für Kingler. So, tschüss, Kingler. Okay, du bist schon mal besiegt. Matrosen da oben haben wir mitgenommen. Ah, das ist doch ein Schwimmer. Ernsthaft? Ich nehme gerade an einem Triathlon teil. Den nehmen wir auch mit. Ja, wir müssen. Wir haben noch 32 Minuten. Ich hoffe, dass das ohne Probleme passt mit der Aufnahme von der Folge. Wir müssen mich jetzt langsam in die nächste Stadt erreichen, beziehungsweise die nächste Insel erreichen, weil ich hier gerne einen Break machen würde. Blitz, Raichu. So. Gut. Dann nehmen wir den Pokéball hier unten noch mit. Aber eigentlich müssten wir durch sein mit der Route. Was wird jetzt nicht mehr passieren? Nein. Nee. Wir erreichen hiermit die Zinnoberinsel. Und jetzt mache ich den Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Dann gucken wir uns hier um und dann kriegen wir hoffentlich unser nächstes Teammitglied. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon. Let's go, Evoli!